Auch schlau. Okay, aber dann starten wir doch. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie 2 Minuten über die Zeit. Hi, da sehen wir dich auch. Sehr schön. Ja, cool, dass ihr kommt. Erstmal, das freut mich total. Ist ja immer auch so ein bisschen Abstimmung mit den Füßen über so ein Session-Programm. Ich bin der Jochen. Ich habe eine Weile in verschiedenen Rollen im Konzern gearbeitet. Also ich war mal bei der Deutschen Bank zum Beispiel als Frankfurter. Ja, 7 Jahre habe ich dann da natürlich mal bei einer Bank arbeiten müssen. Das muss man einfach gemacht haben. Und habe da das Innovationsmanagement zum Beispiel mit ausgebaut. Also da ging es immer um so digitale Bankthemen, also auch so Transformationsthemen. Ja, wie bringen wir die Bank ins neue Zeitalter, die halt 150 Jahre alt ist schon. Sowas habe ich auch als Berater vorher schon gemacht. Also insofern habe ich da einen ganz interessanten Lebenslauf und auch da ein paar Geschichten zu erzählen. Und dann bin ich halt vor 2 Jahren einfach wirklich einer Berufung gefolgt, sozusagen, von der ich jetzt ein bisschen erzählen will, weil ich, wie ich schon im Pitch gesagt habe, halt sehr, sehr tief eingestiegen bin in dieses Thema, wie kann man eigentlich Texte übersetzen in andere Sprachen. Und natürlich gibt es dann Kulturthemen auch, aber in erster Linie geht es mal um dieses technische Thema, wie kommt man mit den Mehrsprachigkeitsanforderungen klar, die man ja so hat, auch in großen Organisationen. Und deswegen habe ich gedacht, das macht total Sinn, da heute mal drüber zu sprechen und ein paar Erfahrungen einfach zu teilen. Und ich teile mal meinen Screen, dass ich plötzlich aus diesem Sharing-Modus nicht mehr zurückkam. Aber jetzt ist es erstmal so, dass ihr wahrscheinlich meine Folie im Vollbild seht, oder? Ja, genau. Alles klar, weil ich sehe euch jetzt auch nicht mehr. Es wäre auch total nett, wenn ihr ein bisschen ein Auge auf den Chat haben könntet, vielleicht. Diesen Slack-Chat, den habe ich jetzt auch nicht mehr im Bild halt, aber zumindest können wir jetzt mal gucken, wie es hier funktioniert. Und jetzt merke ich auch schon, ah genau, jetzt geht es weiter mit einem Mausklick. Also irgendwie reagiert mein Teams, wenn ich den Vollbildschirm teile, nicht so gut. Was ist Compreno erstmal? Also damit ich habe ja gesagt, es wird auf keinen Fall eine Werbeveranstaltung hier, aber ihr solltet ja wissen, worum es geht. Compreno ist ein Wort aus dieser Fantasiesprache Esperanto. Deswegen bin ich auch zum Thema gekommen, weil ich mich schon immer für Völkerverbindendes und Verständigung, also quasi auch international interessiere. Meine Eltern haben mich schon auf Schüleraustausche geschickt nach Frankreich und nach England. Und das hat mich total geprägt, schon als Jugendlicher, mich quasi als Europäer zu fühlen und nicht als Deutscher. Und diese Sprache Esperanto, die habe ich jetzt nie gelernt oder beherrscht, aber das ist ja eine total schöne Idee, dass man so die ganze Welt quasi eine Sprache sprechen lässt, ja, und das ist so eine Fantasiesprache, ist auch eine politische Idee natürlich, kommt, glaube ich, eher so ein bisschen aus der sozialistisch-kommunistischen Ecke, aber da bin ich nicht ganz so sicher, jedenfalls schon 100, 150 Jahre alt. Und Compreno ist nichts weiter als eine Vokabel, also das heißt einfach Verständigung, Verständnis, Wissen und Sinn. Und da habe ich gedacht, ja, das ist doch ein toller Name auch für eine Firma oder für ein Produkt oder für ein Projekt. Und deswegen bin ich damit losgelaufen und habe mich auf eine Mission begeben, wie gesagt, total leidenschaftlich. Also das ist auch gar nicht so krass profitorientiert. Ich würde schon gerne davon leben können, aber ich bin jetzt nicht ein Startup-Gründer, der irgendwie Venture Capital im Rücken hat und dann irgendwie den Gewinn irgendwie alle 10 Jahre verhundertfachen muss oder jedes Jahr verzehnfachen. Es geht einfach darum, Europa zusammenzubringen und in einer Welt, die ja, wie wir alle wissen, immer komplexer wird und immer widersprüchlicher auch erscheint, einfach gute Texte, die es überall gibt, in verschiedenen Sprachen zu übersetzen und dann auch zusammenzubringen und darüber dann Vergnügen beim Lesen und Spaß auch beim Stöbern und Freude an der Entdeckung zu machen für eine Welt ohne Sprachbarrieren. Also total idealistisch auch. Nur merkt man, glaube ich, schon an der Art und Weise, wie ich das erzähle. Und ich hoffe, das ist jetzt ganz spannend, weil, wie gesagt, ich will jetzt keinen Werbeblock machen. Ich will nur erklären, worum es quasi geht, damit wir dann auch so ein bisschen unter die Motorhaube und in die Technik oder in die Fachlichkeit auch dieser Mehrsprachigkeit reinschauen können. Komme ich immer noch klar rüber? Wäre jetzt nett, wenn Ja, jemand ein kurzes Signal geben könnte. passt gut. Super. Weil, wie gesagt, ich versuche dann gleich mal den Screen auch wieder abzuschalten, auch wo das funktioniert. Und dann können wir uns auch wieder per Video in die Augen schauen. Im Moment habe ich gerade hier nur Fullscreen-Folie. Genau, also worum geht es nochmal ganz plastisch gesagt? Übrigens Weltpremiere hier und heute kann ich bekannt geben, die Zeit, ja auch ein ganz, ganz tolles Medium hier aus Deutschland, ist ab sofort bei Compreno verfügbar. Und zwar halt in 4 zusätzlichen Sprachen, also auf Englisch, auf Spanisch, auf Französisch, auf Italienisch. Wenn ihr also Freunde habt in, keine Ahnung, Frankreich und ihr wollt denen mal einen guten Artikel aus der Zeit empfehlen oder aus Brand 1, das zeige ich gleich mal, dann könnt ihr den jetzt schicken als fremdsprachliche Übersetzung. Also das ist so ein bisschen diese Idee. Ja. Da kann ich am Ende auch noch ein bisschen einen Ausblick geben, wie das jetzt weitergehen könnte. Aber ich glaube, ihr kriegt einen Eindruck. Also du hast quasi ein Produkt, was es dir ermöglicht, verschiedene Zeitungen in einem Zugang zu haben. Da wurde ja auch schon ganz lange darüber diskutiert. Ist das jetzt sowas wie Netflix oder wie Spotify, so ein Flatrate für Zeitungen?
ganz so weit sind wir jetzt nicht, aber das ist so ein bisschen die Grundidee. Und bevor ich da jetzt irgendwie lange erzähle, stoppe ich mal hier diesen Fullscreen-Share. Das hat also tatsächlich schon mal funktioniert und zeige euch das mal ganz fix. Also unter der Motorhaube schauen wir gleich mal. Ich zeige euch erstmal das genau, was ihr eben auf der Folie gesehen habt. Also ich werde persönlich begrüßt. Ich habe hier die Möglichkeit, Präferenzen anzugeben. Das zeige ich immer ganz gerne so als erstes. Also natürlich muss ich erstmal wissen, was will ich denn überhaupt hören oder lesen, ja, und dann kann ich halt sagen, okay, soziale Gerechtigkeit ist mir total wichtig und die digitale Gesellschaft und Algorithmen und Datenschutz eben auch, naja, aber Klima halt irgendwie auch, dann stellen wir die Leute vor so eine kleine Herausforderung, mal so ein paar Themen in die Reihenfolge zu bringen und am Ende können sie auch noch sagen, ob sie sich für Themen aus Spanien vielleicht mehr interessieren als für Themen aus Italien oder so, weil sie da halt Verwandte haben oder Urlaub machen oder was auch immer und das Resultat ist eben, dass es eben schon mal kurz aufgeblitzt ist, so eine persönliche Leseliste, die jetzt aus verschiedenen Quellen stammt. Also ich merke das jetzt gar nicht, dass das übersetzt ist, weil ich bin ja Deutscher und ich lese das hier auf Deutsch. Aber dieser Independent-Artikel ist natürlich übersetzt. Der Brand-1-Artikel jetzt nicht. Der nächste aber dann doch wieder. Und der hier, der kommt sogar aus Bulgarien. Ja, grüne Finanzierung ist jetzt ein ganz spannendes Thema, weil ich mich halt auch für so Nachhaltigkeit interessiere, für Enterprise Sustainability und Governance. Aber es gibt auch Kulturartikel, ja, warum haben die Rechten so viel Angst vor moderner Kunst? Und das ist jetzt eben so ein bisschen die Idee. Und damit ihr das auch mal seht, ich kann mal einen Artikel zum Beispiel diesen bulgarischen aufmachen. So sieht dann halt ein Artikel aus, den kann ich dann lesen. Ist jetzt ein bisschen vielleicht ein nerdiges Thema, ja, so Greenwashing zum Beispiel. Und insbesondere halt aus der sehr einzigartigen Perspektive einer bulgarischen Zeitung, mit der ich sicherlich sonst gar nicht in Berührung gekommen wäre. Ich kann auch ein bisschen drüber lesen, was diese Zeitung so für ein Profil hat, ja, so ein bisschen, wer das überhaupt ist, was die machen und das Ganze halt in einer Oberfläche. Ich wollte eine Sache noch mal kurz zeigen, das universelle Grundeinkommen, das interessiert mich jetzt auch persönlich total als Thema. Wenn ich da jetzt am Ende von so einem Artikel angekommen bin, kann ich den auch einem Freund empfehlen. Ich bin jetzt der Jochen und ich weiß, dass die Claudia, meine Freundin, sich total für dieses Thema interessiert und ich kann jetzt hier die Sprache auswählen. Da kam jetzt gerade nur Deutsch, wie ihr gesehen habt. Das liegt aber daran, dass der Artikel gerade erst von mir importiert worden ist und die anderen Übersetzungen noch nicht freigeschaltet worden sind. Die deutsche Übersetzung habe ich selbst gemacht. Ich mache gerade nochmal das andere Beispiel, wenn ich jetzt einen Artikel aus meiner Leseliste nehme, der schon ein bisschen älter ist, zum Beispiel den hier, dann habe ich den natürlich aber auch in verschiedenen Sprachen. Also ich kann den jetzt auf Französisch lesen oder ich kann den auf, keine Ahnung, Spanisch lesen. Und wenn ich jetzt die Sprache gewechselt habe und ich gehe zurück auf meine Leseliste, dann ist plötzlich halt auch alles Spanisch. Und ich habe das vorher gar nicht gemerkt, dass diese Komplexität eigentlich im Hintergrund sozusagen besteht. Ja, deswegen sage ich, wir machen einen Werkstattbericht und einen Blick unter die Motorhaube. Wie gesagt, ich will euch hier ja nicht das Produkt jetzt unbedingt verkaufen. Wenn, dann würde ich es euch lieber vielleicht einladen, mal auszuprobieren und vielleicht sogar verschenken oder sponsern. Aber das ist jetzt so die Grundidee und ich hoffe, das kam rüber, oder? Hat jetzt ja auch nur 5 Minuten gedauert. Ich gucke mal auf die Uhr, dass das nicht langweilig wird für euch. Und unabhängig davon, ob man jetzt meine Leidenschaft teilt für Journalismus, ja, und für schöne Texte, wie jetzt eben von der Zeit oder von Brand 1, lass uns jetzt mal gucken, wenn es keine Fragen gibt, so allein schon zum Verständnis, was da quasi sich abspielt, weil das ist jetzt ziemlich faszinierend, glaube ich. Cool, ich sehe Nicken, das freut mich sehr, genau. Weil, wie gesagt, das ist ja technisch natürlich ein bisschen hakelig. Okay, ich also hätte das noch eine Frage. Ja, gerne. Dafür sind wir ja hier. Und also ich fand das gerade total spannend. Meine Frage wäre, suchst du die Artikel selbst aus? Weil die ja schon, ich sag mal, die haben schon ein Thema irgendwie. Also man sieht schon irgendein Interesse oder eine Richtung. Suchst du die selbst aus oder sind es die dir von den Zeitungen, mit denen du da Verträge hast, zugespielt werden? Okay, es war ein bisschen abgehakt, aber dadurch, dass du die Frage am Ende nochmal auf den Punkt gebracht hast, kann ich jetzt hoffentlich gut antworten. Danke. Also ich habe angefangen mit einer sehr technischen Idee. Ne? Also ich will irgendwie Algorithmen und dann will ich die Artikel irgendwie von den Webseiten möglichst kostengünstig quasi bekommen. Aber inzwischen ist das eine richtige redaktionelle Herausforderung geworden. Also wir haben so eine Art Chefredakteur. Das ist der Giuseppe, mein Kollege, der ist auch aus Rom. Also der hat jetzt auch nicht so viel hier zu tun. Den habe ich auch übers Internet kennengelernt, könnte man jetzt sagen. Aus der Dating-Plattform LinkedIn. Das ist beworben. Und unser ganzes Team ist total verteilt. Und wir haben auch Leute, die in den jeweiligen Sprachen dann auch die Medien sich anschauen und eine gewisse Auswahl treffen. Aber du hast einen sehr guten Punkt angesprochen. Also wir haben halt nicht alle Artikel. Ne? Die Zeit ist riesig. Und jede Woche bringen die 200 Artikel raus. Und der Independent ist noch größer, weil das eine Tageszeitung ist. Die schicken uns jeden Tag 300 Artikel, die wir nehmen könnten. Und wir müssen dann aussuchen, klar.
Und es muss halt zu den Themen passen, die du eingangs gesehen hast. Das waren jetzt nur die ersten fünf, da gibt es noch ein paar mehr. Gibt auch noch so klassische Wirtschafts- und Politikthemen. Die habe ich jetzt nicht gezeigt und deswegen kamen die auch nicht in meiner Liste so sehr vor. Aber das ist schon eine Auswahl, die wir treffen. Und das erste Feedback steht auch noch aus. Wir sind seit 6 Wochen auf dem Markt. Ne? Also jetzt ist nur ein bisschen die Frage, für welche Themen interessieren sich die Leute eigentlich? Es gibt bei uns zum Beispiel keinen Sport. Vielleicht kommen ja lauter Leute, die jetzt kündigen und sagen, ja, wenn ihr nicht hier, keine Ahnung, über den FC Barcelona irgendwelche coolen Geschichten aus spanischen Zeitungen habt, dann will ich das nicht bezahlen. Also das kann jetzt alles passieren. Ist noch ziemlich frisch. Deswegen habe ich ja auch den Untertitel Gründen out loud gewählt. Also das ist ein bisschen, da können wir gerne am Ende noch kurz drüber sprechen, was das bedeutet. Genau, und dann fasse ich mal kurz zusammen. Also um das nochmal, wie gesagt, soll ja jetzt nicht eine Riesenwerbung sein, aber was man so sehen kann, ist halt, wenn einem jetzt die Empfehlungen ausgehen, das kann natürlich auch passieren, oder du jetzt nichts findest, was dich interessiert hier unter diesen Vorschlägen, gibt es unten auch so eine Themenwolke. Also dadurch, dass wir alle Texte natürlich auch mit sprachlichen Technologien, also mit semantischen Sprachtechnologien letztlich untersuchen können, können wir auch Artikel, die zum Beispiel feministische Themen haben, heraussuchen. Ja, und jetzt ist hier Femina genannt. Das ist jetzt für mich, ich kann nicht so gut Spanisch, aber habe ich jetzt halt verstanden. Wenn ich jetzt Deutscher wäre, dann hätte ich hier unten die gleichen Themen, aber halt alle übersetzt. Und dann könnte ich halt auf Frauen gehen und dann hätte ich auch den gleichen Artikel wieder, den wir da gerade hatten, wo es irgendwie um Abtreibung ging. Hier, genau der. Es wird für die Demokraten unglaublich schwer werden, das Recht auf Abtreibung zu schützen. Den hätte ich natürlich gar nicht gefunden, weil da steht ja nicht Abtreibung drin. Da steht ja wahrscheinlich Abortion drin oder irgendwie so ein englisches Wort. Und in dem Spanischen eben stand ja auch nicht Abortion drin, sondern da stand Abortas oder so irgendwas. Ja, oder Femina hat der gesehen. Und nicht Frauen. Also das ist jetzt gerade und auf der rechten Folie habe ich das auch noch gezeigt, was man dachte. Also wenn ich mich jetzt für so ein Thema interessiere, wie Mobilität vielleicht, was ja auch so ein Trend oder so ein Zukunftsthema ist, dann kann ich jetzt hier als Deutscher natürlich Mobilität eingeben und kriege dann auch irgendwie Artikel von Brand 1 wahrscheinlich und hier aus Großbritannien, genau, bei Brand 1 gab es letztens auch so einen Artikel. Und wenn ich jetzt Franzose wäre, dann würde ich ja gar nicht nach Mobilität suchen, sondern ich muss jetzt hier auf meinen Spickzettel schauen. Ich würde ja nach La Mobilité suchen und dann kopiere ich das mal hier rüber und suche halt so. Und auch dann finde ich halt wieder jetzt ein bisschen andere Artikel vielleicht, aber letztlich auch Brand 1 Artikel, die dann mit dem Thema Mobilität zu tun haben. Also das ist so ein bisschen das, wofür ich hier mal so das Bewusstsein schärfen wollte, weil das, glaube ich, auch für eure Organisationen halt ein unfassbares Potenzial hat. Ne? Wenn man über Intranets nachdenkt oder über Wikis, also Wikis sind ja auch schon immer mehrsprachig angelegt, aber wenn man jetzt die Technologie da reinklemmt, das kann ich gleich auch nochmal zeigen, wie wir das gerade technisch gemacht haben, ja, dass du einfach alles durch DeepL mal jagst oder durch Google Translate oder Microsoft macht auch Übersetzungen. Das hat natürlich Konsequenzen, über die wir auch diskutieren sollten. Das ist nicht ganz so einfach. Aber dieses Potenzial, was diese Technologie halt schafft, um auch in einem verteilten Unternehmen Leute an verschiedenen Standorten irgendwie einander näher zu bringen, ist echt gigantisch. Also da habe ich jetzt auch durch meine Beratererfahrung so viele Geschichten schon gehört, dass die Akzeptanz für Intranet-Lösungen halt krass absinkt, wenn die nicht in der eigenen Sprache sind und so. Also das fasse ich auch gleich nochmal zusammen. Die Folien sind ja jetzt auch eher so, dass ihr die mitnehmen könnt. Ne? Also habt gleich noch so ein paar Überlegungen für euer Corporate Intranet, weil ich gesagt habe, es gibt einen Werkstattbericht und weil wir noch so schön Zeit haben, ich kann euch auch gerne mal so ein bisschen zeigen, wenn es Interesse hat. Ich mache gleich wieder eine Pause und frage mal nach Feedback, wie das quasi funktioniert. Also wir haben ein Content-Management-System entwickelt. Das ist auch tatsächlich unsere Eigenleistung. Das ist halt hochspezialisiert. Jetzt genau auf diesen Spezialfall von Versionierung, würde ich es mal nennen. Ja. Jedes Dokument hat halt verschiedene Versionen. Und es geht jetzt nicht um eine Version, die dann irgendwie final heißt oder irgendwie 3 Draft-Versionen, sondern es geht halt um die Sprachvarianten. Es gibt eine deutsche Version und eine englische Version. Und die existieren quasi parallel. Ich bin sehr froh, dass mein Rechner heute so reagiert, wie er das will. Diesen Artikel, den ihr gerade gesehen habt, über das bedingungslose Grundeinkommen, den ich meiner Freundin da schicken wollte, den habe ich halt gerade erst importiert und der existiert jetzt hier halt in der deutschen Version. Die habe ich gerade freigegeben, also deswegen ist die auch publiziert. Und meine Kolleginnen in Frankreich oder in Italien und in Spanien, die müssen den jetzt halt noch lesen. Und wenn die den dann gelesen haben, dann gehen die hier auf Publish und dann wird der halt auch in der Version publiziert. Und letztlich haben wir dann solche Qualitätssicherungsprozesse. Ja, wir wollen ja auch den Übersetzungen von DeepL nicht hundertprozentig vertrauen oder wir können denen nicht hundertprozentig vertrauen. Und was wir hier geschaffen haben, ist eigentlich eine total interessante Basistechnologie, die man auch, glaube ich, was ich ja eingangs sagte, selbst wenn man jetzt nicht so begeistert ist von unserem Journalismus, ja, und vielleicht sagt, also jetzt für so eine Zeitung irgendwie so viel Geld auszugeben, da bin ich gar nicht dran interessiert. Das verstehe ich total. Wie gesagt, ich will euch das auch nicht verkaufen. Aber ich glaube, dass man da echt drüber nachdenken kann, was heißt das fürs Unternehmen. Ne? Also das finde ich jetzt mega spannend. Deswegen habe ich auch gedacht, das könnte im Rahmen von der
LearnOS-Conference total interessant sein für ein paar Leute. Ich bin gespannt jetzt auf eure Gedanken dazu. Ich habe, wie gesagt, ein paar eigene, aber ich mache jetzt mal eine Pause. Also ich muss auch so ein bisschen drüber nachdenken. Seid ihr so geflasht? Genau, also kann ich jetzt einfach nur mal fragen, der Blick unter die Motorhaube, also was, das war mir jetzt, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Das heißt, ihr habt da, kannst du es nochmal zusammenfassen, was ihr gemacht habt? Also, klar. Ja. Oder ich zeige es nochmal ein bisschen ausführlicher. Also letztlich ist es so, damit so ein Artikel hier reinkommt, müssen wir den ja erstmal von der Verlagswebseite irgendwie holen. Ja? Das heißt, ich mache jetzt mal das Beispiel von Brand 1. Mit denen haben wir natürlich erstmal einen Vertrag gemacht. Ich mache ja hier keine Guerilla-Aktion, sondern ich will ja von allen Medienpartnern auch natürlich eine Einwilligung haben, dass wir das machen. Dann muss ich mich natürlich auch erstmal anmelden, aber das ist ja im Werkstattbericht auch völlig okay. Darf mein Passwort nicht vergessen, wäre auch ganz geschickt, das mal zu speichern fürs nächste Mal. So, genau, und jetzt habe ich natürlich mit Brand 1 einen Rahmenvertrag und mit den anderen genannten Zeitungen halt auch, weil wir machen das nicht jetzt über Guerilla, sondern ganz, ganz bewusst. Und wir haben ja auch ein Geschäftsmodell dahinter, also von unserem Abo gibt es dann natürlich auch eine Umsatzbeteiligung für die teilnehmenden Verlage und so, das könnte ich auch nochmal, aber das wäre dann eine separate Session, glaube ich, erzählen. Jetzt müsst ihr mal kurz warten, weil das hier immer eine Seite ist, die sich sehr langsam aufbaut. Aber genau, sobald ich hier in dem Heftarchiv mal drin bin, kann ich mal zeigen. Wenn du jetzt einen bestimmten Artikel findest, wenn ich jetzt hier als Redakteur sozusagen einen bestimmten Artikel finde, der jetzt von der Zielgruppe her für die internationale Zielgruppe passt, gibt es jetzt ein paar, den hier zum Beispiel, den hatte ich letzte Woche. Weil da geht es halt um einen Franzosen, ne, um einen EU-Kommissar, also absolut relevantes Thema. Und generell ist die Qualität von Brand 1 halt auch so, dass man fast jeden Artikel nehmen kann, weil die halt hervorragend sind. Dann habe ich hier so ein kleines Skript, was wir gebaut haben, mit dem ich den jetzt sozusagen in Comprino importieren kann. Und wenn ich das gemacht habe, dann läuft halt quasi so ein kleiner Roboter über die Webseite und schneidet halt die ganzen Social-Media-Elemente raus oder irgendwelche Werbung, die es ja manchmal auch gibt, und hier den ganzen Futter und so. Und es bleibt halt quasi der Netto-Text übrig, den du dann später auch bei Comprino sehen sollst. Weil am Ende soll es ja so aussehen. Ich kann mal gucken. Den müsste ich eigentlich auch hier in meiner Leseliste haben, weil den habe ich euch ja gerade schon gezeigt, oder? Nee, habe ich noch nicht. Wie heißt der Typ? Thierry Breton. Ja, erstaunlich. Ach so, das ist wieder so einer, der ist noch nicht übersetzt, beziehungsweise die Übersetzung ist noch nicht, die ist noch nicht da. Dann nehmen wir irgendeinen anderen. Also dann sieht der am Ende halt so aus. Ne? Also ich habe hier quasi diesen typischen Text, von so wie halt jeder Comprino-Artikel aussieht. Und ich habe dann sozusagen aus dem Brand 1-Artikel hier, der so aussieht, einen Comprino-Artikel gemacht, der ungefähr so aussieht jetzt. Und das ist ein anderer Artikel ist. Und in unserem Content-Management-System wird der dann halt hier so angelegt. Und ich habe dann, das hatte ich ja kurz schon aufblitzen lassen, diese 5 Sprachversionen. Jetzt im Fall von Brand 1 natürlich erstmal die deutsche. Das heißt, hier habe ich jetzt noch ein Content-Management-System, wo dann auch unsere Editoren oder auch ich natürlich ganz viel noch auch Anpassungen machen können. Also wenn jetzt ein Wort, was weiß ich, vielleicht mal besser schräggestellt sein sollte, dann mache ich halt sowas. Oder manchmal ist es auch ganz ratsam, wenn wir Texte aus dem einen Kulturkreis in den anderen transportieren, dass wir dann halt sowas sagen als Konservative bezeichnet man in Frankreich die Partei von was weiß ich, ja. Und dann mache ich da so eine redaktionelle Anmerkung dran. Das ist halt schon immer noch Arbeit. Also ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier alles total durchautomatisiert. Aber es ist eben weitgehend automatisiert. Da muss ich aufpassen, dass ich hier nicht versehentlich was speichere, was nicht in unsere Datenbank gehört. So, und dann gibt es, ach so, das habe ich jetzt noch nicht gezeigt, am Ende jedes Artikels hier diesen Magic Button Translate und Analyze. Also ich kann den Artikel analysieren. Das ist dann sozusagen die Frage, okay, worum geht es inhaltlich bei diesem Artikel, wenn da zum Beispiel drin steht Hitze, Dürre, Meeresspiegel, Gletscher, keine Ahnung, Trockenzeit, ja, Biodiversität, dann gehört er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in diese Klimawandel-Kategorie. Und wenn jemand beim Klimawandel gesagt hat, das Thema interessiert ihn, dann kriegt er den halt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit auf seine Startseite publiziert. Das macht dieses Analyze, dass wir da sozusagen eine semantische Analyse machen auf Basis von so Signalwörtern. Ja, und wenn da halt steht, keine Ahnung, Zinssatz und Bruttoinlandsprodukt und Firmenzusammenschlüsse, Mergers and Acquisitions, dann geht es wahrscheinlich um so ein Business-Thema. Und es gibt hier diesen Translate-Knopf. Das heißt, damit jagen wir dann sozusagen maschinell diesen ganzen Artikel, egal in welcher Sprache der vorliegt, durch DeepL. Und dann erscheint halt wie von Geisterhand diese Vielfalt hier. Dann haben wir halt eben auch den spanischen, den italienischen und den französischen Artikel. Und das war so ein bisschen das, was ich meinte, was sich quasi unter der Motorhaube abspielt.
Und unsere Redakteure lesen das dann halt nochmal Korrektur, weil DeepL halt Fehler macht, ja, und weil da auch zum Teil, wie gesagt, dieser Kulturtransfer stattfindet und man dann vielleicht als Franzose schon findet, das versteht ein französischer Leser jetzt nicht, weil da halt von, keine Ahnung, Annalena Baerbock und Robert Habeck die Rede ist und die sind vielleicht in dem Kontext nicht so bekannt. Deswegen arbeiten wir da nochmal nach. Aber das ist so das, was quasi der Blick unter die Motorhaube hergibt. Sehr spannend. Vielen Dank nochmal für die genauere Ausführung. Ja. Ich muss meine Gedanken immer noch so ein bisschen sortieren, aber ich habe auch schon gemerkt, also ich meine, Intranet und so weiter, Wiki wäre natürlich die erste Idee so für eine Anwendung. Und zusätzlich dazu finde ich es ein ganz interessantes Beispiel, was du da gezeigt hast, für generell diesen Transfer. Also wie kann man einfach neue Technologien oder Disruption sozusagen verwenden, um dann etwas ja, zu automatisieren oder besser zu machen als vorher durch Technik. Und an dem Thema denke ich zurzeit auch so rum, einfach im Sinne von Digital Leadership. Ne? Und mein Schluss ist eigentlich aktuell gerade, eigentlich müssen wir einfach insgesamt Technologien halt besser verstehen. Also jeder ist da natürlich auf einem anderen Level, aber ich meine erstmal mich und auch so meine Kunden und so weiter. Und dann wird das wahrscheinlich alles einfacher. Und ich finde es auf jeden Fall ein super Anwendungsbeispiel, das so zu zeigen. Also, dass wenn jemand Technologie versteht und Digitalisierung, dass es dann eben gut ist, sowas anzufangen oder einfacher. Genau, und ich bin dir sehr dankbar für die Fragestellung sozusagen oder für dieses Feedback, weil das bricht genau auch mein Dilemma jetzt als Founder, als Startup-Gründer sozusagen nochmal runter. Ne? Ich habe einerseits ein Riesenthema jetzt, weil ich keine Ahnung von Marketing habe und es für mich auch total schwer ist, jetzt irgendwie in einem Satz zu erklären, was wir hier gemacht haben. Ja? Das hast du ja jetzt auch gemerkt, immer an meinen doch dann immer länger werdenden Erklärungen und Beispielen. Also das ist schon ziemlich irgendwie mind-blowing. Andererseits ist es aber so, was ich dir auch als Tipp dann geben kann, wenn ich mein Handy aus der Tasche ziehe und einfach das jemandem in die Hand drücke und sage, hier, das ist Compreno, benutzt das mal für eine Minute und sag mir mal, was du davon hältst. Dann sagen halt auch alle Leute so, okay, das ist ja ziemlich wahnsinnig. Also wie krass, was ist das eigentlich? Also es ist einerseits unheimlich schwer zu erklären. Es ist unheimlich schwer zu vermarkten auch, weil alle Leute sagen mir immer so, ja, du musst nur die richtigen Keywords bei Google schalten und dann läuft es wie geschnitten Brot. Aber ehrlich, kein Mensch sucht bei Google nach, ich will Le Monde auf Deutsch lesen oder ich will Brand 1 meinem spanischen Freund empfehlen. Also das ist einfach, da bin ich echt noch ganz am Anfang und auch sehr dialogbereit, wie ihr ja merkt, weil das einfach eine Lernreise ist. Ja, wie erklärt man sowas überhaupt? Und meine beste Idee ist im Moment halt tatsächlich, ich stelle mich in einen Buchladen, irgendwie bei Hugendubel oder bei Libri oder so, wie heißen die? Thalia meinte ich jetzt. Libri ist, glaube ich, so ein Online-Ding. Und stelle mich da einfach einen Tag hin mit meinem iPad und sage, hey Leute, wollt ihr mal Compreno ausprobieren? Und dann werden die Leute wahrscheinlich schon sagen, wie geil ist das denn? Kann ich das bitte auch für Bücher haben? Kann ich bitte jetzt auch Harry Potter darauf lesen und keine Ahnung was? Ja? Also dann kommen die Ideen. Und zu deinem Punkt zu sagen, das ist halt, glaube ich, auch in Unternehmen, wie man mit innovativen Technologien umgehen muss, dass man die erstmal irgendwie in so einen Prototypen bringt und dann verstehen die Leute, was das für ein Potenzial haben könnte. Mhm. Und dann kommen die auch auf Ideen, so, oh, das könnte ich ja für meine Abteilung gebrauchen oder für mein Projekt. Super. Danke. Und genau, in die Motorhaube habt ihr jetzt schon geschaut, oder? Wahrscheinlich. Ja, soweit es ging in der Kürze der Zeit. Ich glaube, du müsstest dir dann die Aufzeichnung anschauen. Ja, dann. Die ja Gottlob erhalten bleibt. Und ich kann noch mal ganz kurz, also weil ich auch ein bisschen Angst habe, natürlich, dass wir aus der Zeit laufen, was ich noch mal so akzentuieren will für euch, also auch gerne, glaube ich, für dich ganz spannend, Joachim, wenn wir jetzt überlegen, dass wir sowas ins Unternehmen tragen, habe ich mir natürlich schon auch ein paar Gedanken gemacht. Also diese Sprachbarriere ist meiner Ansicht nach ein Top unterschätzter Akzeptanzfaktor. Wenn ich allein schon sehe, wie viele Leute mir in meiner Laufbahn schon gesagt haben, so, ja, ich kann total gut Englisch. Und dann merkst du aber schon, wenn du mit denen dich auf Englisch unterhältst oder wenn du denen englische Texte zu lesen gibst, dann haben die halt nur die Hälfte verstanden. Also man gibt es vielleicht nicht so gerne zu in einem professionellen Umfeld, ja, zumal jetzt auch meine Bankerfahrung zum Beispiel zeigt, dass da Englisch ja die offizielle Unternehmenssprache ist. Also sagt natürlich keiner, ich kann kein Englisch. Aber die Effektivität der Kommunikation ist halt außerhalb der Muttersprache eine ganz, ganz andere. Und deswegen glaube ich schon, dass Sprache so ein Top-Akzeptanzfaktor eigentlich ist. Und die Qualität automatisierter Übersetzung ist erstaunlich hoch. Also meine Redakteure sagen mir jetzt aus Italien, aus Spanien, aus Frankreich, da gab es anfangs noch so ein bisschen Probleme, aber DeepL in unserem Fall lernt halt auch krass schnell. Ja. Also da werden wir in einem halben Jahr oder in einem Jahr, werden wir da nicht mehr drüber reden, ob da vielleicht mal
keine Ahnung, It's Raining Cats and Dogs mit Es regnet Katzen und Hunde übersetzt worden ist und man dann so ein bisschen schmunzeln musste. Aber selbst das sind ja keine krassen Fehler. Also, dass da jetzt wirklich Sachen passieren, wo du jetzt als, keine Ahnung, Konzernkommunikationsprofi sagen würdest, oh, das kann ich so nicht stehen lassen, das darf so nicht raus, wird immer seltener. Und wir werden relativ schnell auch von diesem Blick unter die Motorhaube, da kann ich dich nochmal kurz mit reinnehmen, Joachim. Ich habe gesagt, wir machen im Moment es so, dass wir die automatisierte Übersetzung nicht sofort veröffentlichen, sondern die muss immer noch mal jemand Korrektur gelesen haben, bevor wir dann auf den Publish-Knopf klicken. Ja? Das können wir jederzeit auch ändern. Also da haben auch schon Leute gesagt, lass uns das doch umgekehrt machen. Wir publizieren das erst und wenn jemand einen Fehler findet, dann depublizieren wir es wieder und korrigieren den Fehler. Aber wir sind kurz davor auch zu sagen, die Übersetzungen sind gut genug, die kann man auch auf die Öffentlichkeit loslassen, ohne dass da vorher jemand drüber guckt. Aber nächster Punkt, es geht um Vertrauen und es geht ja bei euch in den Unternehmen auch um Vertraulichkeit. Also jetzt irgendeine Vorstandspräsentation zu nehmen und die an DeepL zu schicken und sich von DeepL die übersetzen zu lassen, hat ja auch den Nachteil, dass es halt eine cloud-basierte Umgebung ist und du gibst aus der Hand, was in dem Dokument drinsteht. Also das muss man sich halt gut überlegen und deswegen ist bei uns auch eine Überlegung gewesen, da mache ich wieder eine kurze Pause, ob wir Übersetzungen halt wirklich, wie wir es jetzt machen, immer auf Vorrat produzieren. Also jeder Artikel, der reinkommt, wird sofort in 5 Sprachen übersetzt bei Compreno. Oder ob man das nicht lieber erst auf Anfrage machen sollte, weil du könntest dir ja das Bild, was ich hier quasi gegeben habe, auch unter der Motorhaube sozusagen auch so vorstellen. Erst in dem Moment, wo jemand auf die Seite kommt und dann sagt, ich werde jetzt gerne mal die französische Version von dem Artikel, läuft im Hintergrund die Übersetzung und dann kommt die halt 2 Sekunden später oder so. Aber das geht ja fast in Echtzeit. Das wollte ich auch nochmal sagen. Also ich habe da auch wieder 1000 Gedanken und musste mir heute Morgen auf der Zugfahrt so ein bisschen überlegen, okay, wie gehe ich jetzt sparsam mit eurer Zeit um, ja, und texte euch nicht allzu sehr zu, aber das waren so ein paar Dinge, wo ich dachte, die könnten für euch nützlich sein und jetzt mache ich wieder eine Pause. Bei 3 Anmerkungen, einmal über was du gerade gezeigt hast mit Intranet, ich glaube, da müssen wir nochmal reden, extern, also außerhalb von der Runde, weil das bei uns gerade so Thema ist. Das mit den Übersetzungen, mit den Englischkenntnissen, ja. Also ich glaube, ich kann mich auch mit Händen und Füßen da ganz gut durchschlagen. Und ich würde, im Ausland verhungere ich nicht. Solange mein Zeigefinger ist, kriege ich alles zu essen, was ich brauche. Und ich habe auch schon Vorträge auf großer Bühne in Englisch gehalten. War natürlich ganz großer Stressfaktor. Aber ich habe das tatsächlich jetzt 4-5 Jahre nicht gemacht. Genau, seit 5 Jahren bin ich jetzt bei der NBW. Davor war ich bei Linde International. Da habe ich sowas auch in Englisch gemacht, mit Chinesen und mit Amerikanern und was weiß ich. Die Amis sind ja sowieso tolerant. Die Chinesen haben das gleiche Englischlevel wie ich. Und dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Aber alles andere von perfekt, alles andere von irgendwie. Und ich merke das auch. Ich bin letztens gefragt worden, ob ich das in Englisch machen würde. Da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Also da ging es um eine Diskussionsgruppe bei uns im Top-Management, das zu moderieren. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht, das kriege ich nicht hin, ad hoc. Also das ist tatsächlich was mit Übung, mit dass man es immer wieder macht. Und da merke ich auch in der Diskussion, da haben vorher alle in der Runde gesagt, ja, Englisch kein Problem. Okay, wer moderiert das? Alle umgefallen. Und da merkst du das dann schon auch, dass dieses Englisch sprechen und Englisch wirklich souverän und Englisch beherrschen, bei vielen gegeben ist, die im internationalen Firmen sind, aber wenn du es nicht täglich brauchst, regelmäßig brauchst, schon sehr schwierig. Ja, und ich kann noch dazu akzentuieren, ich habe mal in Amerika gelebt und alle haben mir super Komplimente gemacht, das ist toll, weil mein Englisch ja wäre, ja, ich wäre ja quasi zweisprachig, aber das ist so ein bisschen Pustekuchen auch, weil ich habe schon gemerkt, dass ich am Ende des Tages halt einfach super platt war. Du kommunizierst in der Fremdsprache und du hast da einfach 50% mehr CPU-Auslastung die ganze Zeit. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Wenn du auf eine Konferenz gehst, hier wie heute, und hörst dir 7 Sessions an und die sind jetzt aber alle in 3 verschiedenen Sprachen, dann brennt dir auch ganz anders das Hirn weg. Ja. Und platt war es auch, weil man tatsächlich dann, glaube ich, vieles einfach nicht so rüberbringt, weil es tatsächlich irgendwie immer... Ja, man ist nicht so souverän wie in der Muttersprache, sondern hat dann einfach ein anderes Niveau. Und man merkt das ja auch bei Leuten, die ins Ausland gehen. Nach einem halben Jahr ist die deutsche Sprachfähigkeit, also kriegst du ja, wenn sie dann plötzlich dann also auch den Knödel im Hals haben wie die Amerikaner, dann merkst du, wie schnell sich das Gehirn da doch umbaut. Und wenn du ja Englisch nicht dauernd sprichst, dann hast du das eben nicht mehr so präsent im Hirn. Und zu dem anderen noch, was du vorhin gesagt hast, wie erkläre ich mein Produkt? Ich glaube, meine Selbstständigkeit ist genau daran gescheitert, dass ich es nie richtig rübergebracht habe, wofür ich eigentlich stehe. Und witzigerweise habe ich einmal hier einen Vertriebler auf einer Veranstaltung in Kassel getroffen, der wollte wissen, was ich mache. Und dann habe ich es wahrscheinlich genauso gemacht wie du. Wenig Inhalt, viele Sätze, großes Konstrukt. Und dann hat er gesagt, Joachim, so funktioniert das nicht. Und er hat das tatsächlich dann, Joachim, du machst das, das, das und das. Wow, ja, aber ich habe es leider nicht mitgeschrieben. Also der hat das tatsächlich gut hingekriegt. Ich finde,
fand ich tatsächlich, oder ist eine Kunst, wenn man so ein komplexes Thema hat, das wirklich auf den Punkt zu kriegen, ohne banal zu werden dabei. Wie geht es denn den Genau, anderen es ist wohl so. insgesamt Ich in bin ja der nur nicht auf den Runde? Mund gefallen, aber. Nee. Sorry. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Setting ihr auch so arbeitet, aber habt ihr Überlegungen, Thema Intranet und sowas, dass sowas helfen könnte bei euch? Also bei uns ist gerade das Thema, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen neugierig, deswegen. Ich verfolge dein Projekt ja, Jochen, auch schon eine ganze Weile. Also bei uns ist gerade das Thema, wie kriegen wir eine Mehrsprachigkeit hin? Und zwar wirklich, wir sind jetzt kein NBW Baden-Württemberg, da ist schon die Regionalität ja im Namen drin, aber trotzdem bauen wir gerade europaweit aus. Also wir investieren in England, in Skandinavien sind wir unterwegs. Wenn wir internationales Meeting haben, dann haben wir immer simultane Übersetzer im Hintergrund für eine, drei, vier, fünf Leute, mehr ist das gar nicht, aber. Und trotzdem haben wir immer mehr Kollegen bei uns, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, Schwäbisch als Muttersprache, sagen wir mal so. Und deswegen gibt es da schon Diskussionen, wie wir das hinkriegen mit einer Übersetzung der Inhalte. Und wenn es da Lösungen gibt, dann würde ich da gerne mal die Verbindung herstellen. Franzosen Ich haben wir jetzt bin. groß mit dabei. Das ist ja auch nochmal, deren Sprachkompetenz in Englisch oder in anderen Sprachen ist ja auch nochmal besonders erwähnenswert. Ich bin in der Beratung und das ist tatsächlich ein Thema bei vielen Kunden, dass das Intranet halt diese Mehrsprachigkeit braucht. Und also ich habe mir bei der Präsentation die ganze Zeit gedacht, dass der journalistische Ansatz, den finde ich total spannend. Aber fürs Intranet wird das, glaube ich, extrem gut funktionieren. Also wenn ihr euch da quasi nochmal verzweigt. Ich glaube, das ist sehr, sehr gefragt. Es ist halt momentan ein extrem großer manueller Aufwand. Entweder werden die alle manuell übersetzt oder es gibt halt unterschiedliche Artikel. Oder nur maschinenübersetzte Artikel, die dann halt schwierig sind. Und das System dahinter mit den Freigaben, ich glaube, das ist spannend. Das bringt mich auch noch zu einem Defizit, was wir noch sehen, kann ich auch ganz offen sagen. Du hast ja in einem Unternehmenskontext auch die Revisionssicherheitsanforderungen. Ne? Du musst ja auch ein Update mal machen können von einem Artikel, was weiß ich, irgendwie jemand verklagt dich und dann musst du halt den Satz rausstreichen. Den musst du dann ja auch fünfmal rausstreichen und du musst auch in jeder Sprache den gleichen betreffenden Satz rausstreichen und nicht versehentlich dann irgendwie den falschen aus der italienischen Version, weil gerade niemand da war, der italienisch genug konnte. Ne? Also das sind alles total spannende Themen, auch prozessual. Also das finde ich alles auch als ehemaliger Berater ziemlich spannend. Ja. Bringt mich nochmal zu der Frage, wie ist das Team aufgestellt, Jochen? Also ich habe schon ein bisschen was mitgeschrieben oder mitgehört. Das heißt, du hast einen Chefredakteur, du hast irgendwie Leute, die die Zeitschriften prüfen und wirklich Redakteure, die die Artikel dann prüfen, oder? Genau, wobei letztere die gleichen sind, also sowohl den Ah ja. Content-Import in unser System als auch den Qualitätssicherungsprozess beim Output, als auch später dann Community-Management und so in der jeweiligen Sprache machen die gleichen Leute. Da sind wir auch total schlank aufgestellt. Es gab mal einen Marktbegleiter, der sich da auch ein bisschen verhoben hat. Also wir müssen auch den redaktionellen Prozess ja sehr, sehr schlank halten. Und der Giuseppe, mein redaktioneller Kollege, sagt auch immer, wir wollen ja in die redaktionellen Prozesse unserer Partner, wie jetzt der Zeit oder Brand 1, ja auch überhaupt nicht eingreifen. Also die sollen ihr Ding machen. Wir machen uns die Texte auch gar nicht zu eigen. Wir bringen die ja nur zu neuer Zielgruppe und schaffen damit hoffentlich auch ein neues Erlösmodell dann für den Journalismus, der ja ziemlich arm da liegt so. Und wir sind insofern natürlich sehr schlank, weil wir auch eher so eine Netzwerkorganisation sind. Ich habe ja jetzt auch in der Pandemie gegründet. Ja, da kommt ja gleich noch mein Epilog zum Thema Gründen out loud, wenn wir nicht aus der Zeit laufen. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn wir es tun, weil die Diskussion macht ja total viel Spaß und bringt euch ja hoffentlich auch ein bisschen was. Also wir sind schlank aufgestellt und im Kern sind wir drei Leute. Also neben dem Giuseppe, den ich erwähnt habe als Redakteur, gibt es den Paul. Das ist quasi, kann man den als Co-Founder bezeichnen aus meiner Sicht. Der macht das Produkt. Also der hat halt auch Usability und Design. Was man ja sieht, sieht ja alles total schick aus. Richtig gut gemacht. Und ansonsten sind wir dann eher punktuell verstärkt. Und das Redaktionsteam ist halt vielleicht eine Ausnahme. Aber im Kern sind wir eigentlich drei Leute.
Das hat gereicht, also für das, was man jetzt hier sieht. Und es geht viel um Glaubwürdigkeit. Wir mussten halt auch gegenüber den Verlagspartnern einfach sehr, sehr viel Anschub, Vertrauen erstmal aufbauen, dass wir deren Texte nicht durch so einen algorithmischen Fleischwolf drehen und am Ende kommt da irgendeine Soße raus. Also das ist jetzt halt so ein bisschen die Herausforderung, wenn man noch ein Startup ist. Die haben wir hoffentlich gemeistert. Wie hast du es mit der Technologie gemacht? Dann vergeben? In Auftrag gegeben oder? Ja, guter Punkt. Also Paul ist auch technisch sehr fit. Also das ist ein Glücksfall auch für uns, dass er nicht nur ein Designer-Auge hat, sondern auch einen technischen, eine Tiefe. Und wir haben dann aber tatsächlich mit einem strategischen Partner auch hier vor Ort, das lief jetzt auch nicht irgendwie in Pakistan oder so, also ich meine nichts gegen Pakistan, ein tolles Land und super schlaue Leute, aber wir haben das quasi regional gemacht. Okay. Genau, und ein bisschen Zeit haben wir noch. Also was ich gerne auf jeden Fall nicht versäumen will, das ist quasi der Ausblick zum Schluss, aber der kann dann auch gerne nochmal wiederkommen, wenn wir den Exkurs noch machen in das Thema Gründen out loud. Das können wir gleich mal, je nachdem, was ihr noch für Fragen habt, machen. Aber was ich auf keinen Fall versäumen möchte, ist, wir haben noch mindestens 5 Minuten und deswegen ist das jetzt hier gut aufgehoben. In meiner Vision ist Compreno eigentlich am Ende sowas wie der Interrail-Pass für das digitale Europa, also für die digitale Jugend Europas. Und weil wir ja hier auf einer Lernkonferenz sind, habe ich total Hoffnung, ich war auch gerade beim Harald Schirmer und zum Thema digitale Schule, dass ihr mich vielleicht mal vernetzen könnt, weil idealerweise würde ich das gerne für Schülerinnen und Studentinnen kostenlos anbieten eigentlich, also Studierende und Lernende. Und wenn wir da irgendwie Partnerschaften schließen können, bin ich da echt zu allen möglichen Schandtaten bereit. Und dann könnt ihr es natürlich auch selber mal ausprobieren, damit ihr auch wisst, was ihr da empfiehlt. Gibt es hier quasi einen Gutscheincode, den poste ich auch nachher nochmal in den Slack-Kanal, da wird es bisschen günstiger und der Probemonat sozusagen lässt sich auch für, was sind es dann, 15 Euro bestreiten zum Preis von 3 Kaffee bei Starbucks. Vielleicht interessiert euch das ja auch, das mal selber auszuprobieren oder ihr wollt es auch weiterempfehlen, das ist ja natürlich auch total nett. Und das ist jetzt wirklich der kurze Werbeblock zum Schluss. Ich finde halt nach meinen ersten Gesprächen auch mit Informationsverantwortlichen aus Unternehmen, es passt total gut in Organisationen, die sich entwickeln wollen, hin zu mehr Vielfalt, hin zu Internationalisierung vielleicht. Also wenn ihr da Anknüpfungspunkte seht, wäre ich auch total dankbar für eine Vernetzung. Dann richten wir quasi einen Firmenzugang ein, das ist auch schon vorbereitet und man kann Compreno auch im Unternehmen einfach mal ausprobieren. Ja, sicherlich nicht jetzt mit 10.000 Leuten, aber vielleicht mal in einem Talentprogramm oder so, wenn man Führungskräfte, Nachwuchsakademie hat und da sind immer 50 Leute in so einer Kohorte, dann fände ich das total cool, einfach zu sagen, dann starten wir die 50 mal mit einem Compreno-Zugang aus, damit die mal sehen, was sonst so in der Welt los ist. Und ich würde auch wirklich im Moment nur 5, 6 Firmenpilotkunden wollen, weil mehr können wir gar nicht betreuen. Deswegen, also das ist jetzt eher so eine Idee. Wenn die jemand mit nach Hause nimmt, wäre ich total froh. Wir, also Energiewirtschaft, ich bin, ist ja gerade großes Thema europaweit auch, wäre es euch möglich, dann zu sagen, aus den entsprechenden Ländern, alles, was zur Energiewirtschaft hat, Gasversorgung, Strom, was weiß ich, dass man da einen Filter draufsetzt und dass diese Texte dann, was weiß ich, aus dem Französischen zu uns in den Kanal reinkommt und uns zur Verfügung steht, also dass wir da einen Filter draufsetzen? Ich würde das jetzt nicht spezifisch entwickeln können, aber wenn ich natürlich jetzt ein Franzose bin, und ich suche hier was, das hatte ich, glaube ich, kurz gezeigt und auf deine Frage hin zeige ich es einfach gerade nochmal mit dem konkreten Beispiel. Und ich suche dann halt nach Energie, was jetzt ja, dachte ich eigentlich in Frankreich das Gleiche heißt, aber vielleicht nicht, ist es nicht so. Dann suche ich mal auf Deutsch nach Energie, bin jetzt selber verwirrt, müsste es ja eigentlich schon Themen geben. Genau, dann finde ich natürlich schon Themen, die jetzt super interessant sind. Ne? Also hier geht es um Klimawandelurteil aus den Vereinigten Staaten, das glaube ich ziemlich aktuell ist, wo quasi West Virginia gegen EPA geklagt wurde und dann gab es da eine Regulierung, die irgendwie sogar bei weiten Teilen der Großindustrie, wie bei Stromversorgungsunternehmen, als zu klimafreundlich bezeichnet wurde, sodass jetzt Aktivisten sagen, seid ihr denn bescheuert? Also da bin ich jetzt nicht im Thema drin, aber ich kann natürlich klar, also hatte ich vorhin mal gezeigt am Beispiel Mobilität auch, ne? Du suchst nach einem Stichwort Mobilität und wenn du dann in Frankreich nach dem Thema Mobilität suchst, dann findest du das gleiche Material ohne Sprachbarrieren. Das ist ja hier genau der Witz. Lernen ohne Sprachbarrieren. Ich gebe das mal bei uns weiter. Und man muss es halt wirklich mal gesehen haben. Deswegen danke auch für eure Geduld mit meinen Werkstatt-Einblicken, die so ein bisschen holprig daherkommen, weil ich das echt so aus dem Ärmel schüttle natürlich als Gründer. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu überwältigend oder zu überfordernd. Nee, war super spannend. Sehr schön.
Wollt ihr meinen Epilog noch hören, die letzten 4 Minuten ja, zum Thema Gründung Out Loud? Das ist ja auch ganz spaßig eigentlich. Darf auch gerne über die Aufzeichnung für die Nachwelt erhalten sein. Da bin ich auch total gespannt, was noch für Reaktionen dann kommen im Chat und so. Ach so, da könnte ich mal kurz reingucken. Gab es was im Slack-Chat? Nee, ne? Alles gut. Okay, super. Ja, dann erzähle ich ganz kurz, das sind jetzt vier Sätze quasi, die ich eigentlich nur sagen muss. Ich habe das so gemacht, ein bisschen naiv auch, ja. Ich meine, wenn ich mit Venture Capital Leuten, habe ich ja eingangs schon gesagt, brauchen wir hoffentlich nicht für Compreno, aber wenn die mich betrachten, sagen die wahrscheinlich auch so ein bisschen, was ist denn das für ein Spinner, ja. Aber ich habe das so aufgezogen, dass ich mich mit Compreno erst um die Werte gekümmert habe, dann um das Netzwerk, ja, Working Out Loud lässt grüßen. Dann haben wir Fragen gestellt und herausgearbeitet und dann haben wir uns erst an die Arbeit gemacht. Das klingt jetzt ziemlich aufregend, finde ich, und wollte es gerne mal mit euch teilen, weil das da wirklich, da brenne ich halt für. Ja, lasst uns da gerne auch im Gespräch bleiben. Das Erste, was auf unserer Homepage zu lesen war, war, wir wollen uns um Wahrheit und Substanz kümmern, um Leserzentrierung, wir wollen werbefrei sein. Auch da, ne, da gibt es dann Leute, die sagen, oh Gott, werbefrei, wie will der jemals finanziell auf die Füße kommen? Das ist vielleicht eine krasse Fehlentscheidung, aber das war uns halt wichtig. Und ob das jetzt eine richtige oder eine falsche Entscheidung war, ist ja auch zu früh zu sagen. Ja, kann man jetzt einfach noch nicht sagen. Wie gesagt, wir sind 6 Wochen auf dem Markt, aber immerhin sind wir mal auf dem Markt und wir haben ein Produkt und man kann es erwerben und es haben auch schon Leute erworben und es ist werbefrei. Also war vielleicht nicht ganz verkehrt. Und dann habe ich ein Netzwerk ins Leben gerufen, was gar nicht existiert so als Netzwerk. Die stehen jetzt alle auf unserer Homepage, die Leute. Das ist natürlich auch total toll. Haben die auch alle natürlich nur mit Einwilligung gemacht. Aber letztlich war es mir wichtig, mit Leuten zu sprechen, die aus der Branche kommen. Ich bin ja selber kein Journalist und ich bin auch selber kein Verlagsmanager oder so. Ich habe das nicht studiert. Es gibt Verlagskaufleute, die wissen da einfach viel, viel mehr darüber, wie Verlage auch mit ihren Umsätzen hausieren müssen, damit sie da über die Runden kommen. Also habe ich schlaue Leute gefragt und natürlich bringe ich die auch zusammen und das ist für die auch hoffentlich ganz interessant. Aber tatsächlich gab es dann im zweiten Schritt erstmal Konversationen, wie beispielsweise mit der Andrea Rexer, die kannte ich noch aus ihrer Zeit als Journalistin, beim Handelsblatt zum Beispiel, Hadi. Und die habe ich halt auch einfach gefragt. Ja. Zum Beispiel, wird das funktionieren? Wird daran schon gearbeitet? Wenn ja, wo? Und kann ich dann da mitmachen? Und wenn nein, warum nicht? Also warum gibt es sowas noch nicht? Ist das vielleicht einfach eine schlechte Idee? Und das ist ja häufig so, wenn es was nicht gibt, dann ist es vielleicht auch einfach dafür bestimmt nicht zu existieren. Das wird dann auch der Markt ja zeigen. Ja, wenn wir irgendwann pleite gehen, dann war es halt offenbar doch nicht so eine gute Idee. Aber das waren tatsächlich so die Fragen. Und wenn diese Leute in dem frühen Stadium auch gesagt hätten, nee, das wird nicht funktionieren, dann hätte ich das auch nicht gemacht. Ja, ganz klar. Und wenn daran schon gearbeitet worden wäre, hätte ich mich erst mal gefragt, ja cool, kann ich mich dann da irgendwie beteiligen? Und erst als das klar war, dass es halt noch nicht so in dem Form existiert, habe ich dann überlegt, was Eigenes zu machen. Und dann erst ging es um, okay, machen wir jetzt hier so einen disruptiven Ansatz oder eher einen kooperativen? Welche Partnerschaften brauchen wir auch mit dem Entwicklungspartner, nachdem ja du schon gefragt hattest, Joachim? Und dann ging es halt auch um Vernetzung und Empfehlung. Und dann erst haben wir uns an die Arbeit gemacht. Ja. Also das, was ihr jetzt heute seht und dass da jetzt Logos von Brand 1 und dem Independent Le Monde jetzt neu seit heute die Zeit stehen, das war dann erst der aller letzte Schritt. Und damit, wie gesagt, nochmal zu mitnehmen, das könnt ihr auf der Aufzeichnung euch auch nochmal anschauen. Hier sind nochmal meine Kontaktdaten, will ich versuchen, pünktlich aufzuhören. Aber wenn es noch eine Frage gibt, wäre ich total begeistert, sie zu beantworten, entweder jetzt gleich oder gleich beim Kaffee. Was sagt die Uhr? Wir sollen ja pünktlich aufhören. Ja, eine Minute hätten wir noch. Sagt ruhig noch mal, weil jemand was. Je nach Uhr haben wir noch eine Minute. Doch, ich hätte gleich im Anschluss noch mal 2, 3 Fragen an dich, weil dann würde ich nämlich das gleich mal bei uns eintüten. Nicht, dass ich da was Falsches rauskomprimentiere. Genau, Ja, und wie gesagt, ihr kriegt auch mal einen Testzugang. Ne? Also das ist jetzt, wenn ihr diesen Gutscheincode nutzt, sowieso. Aber ansonsten sprecht mich mal an und dann gibt es halt auch mal einen 100% Gutscheincode. Im Moment geht es ja darum, überhaupt erstmal Feedback zu kriegen für diese ja doch sehr verrückte Idee. Vielen Dank, also, war eine große Freude. Danke auch für die engagierte Diskussion. Aber Jochen, ich habe das ja, glaube ich, von relativ Anfang an mitbekommen, dass du das gemacht, immer verfolgt, wie ich mit einem ganz kleinen Beitrag auch dich versucht zu fördern, aber ich fand das spannend, wie du es gemacht hast und auch wie du es, irgendwann hast du mal ich habe es nicht mehr mitbekommen, zu kommunizieren. Ich fand, am Anfang warst du da sehr aktiv. Und ich fand das total spannend, was du da gemacht hast. Und bewundere das. Das ist immer so ein Ding, wo ich sage, wow, tolle Idee umgesetzt und dann auch wirklich sich getraut, die ganzen Schritte zu gehen. Das finde ich eine große Klasse. Ja, Grüße gehen raus an meine Familie und meine Frau zuvorderst, sonst würden wir hier nicht sprechen. Und ich kommuniziere immer noch leidenschaftlich, ich habe nur keine Zeit mehr. Das ist halt unfassbar fordernd alles. Also
Da könnt ihr mich gerne unterstützen. Ich kommuniziere ja leidenschaftlich, wie ihr merkt, aber das ist einfach verrückt, was bei mir alles gerade los ist. Glaube ich. Gut. Danke, Jochen. Vielen Dank. Danke, tschüss. Von mir auch Daumen rauf. Jochen, bleibst du gerade nochmal drin?